So, Bereshit. Besimanat Tava Bereshit. Wir haben am Simchat Torah, wir haben die Torah in die Hand genommen und mit der Torah getanzt und wir haben gesungen. Sisu besimchu besimchat Torah. Sisu besimchu besimchat Torah. Sisu besimchu. Was ist Sisu besimchu? Simcha ist Freude. Und Sason ist noch ein anderes Wort für Freude. Ich weiß nicht auf Deutsch, wie das heißt, aber ein anderes Wort für Freude. Sason Vesimcha. Anderes Wort für Freude und Freude. Sason Vesimcha. Und auch da beim Lied, das wir gesungen haben, haben wir zuerst Sason und dann Simcha. Die Frage stellt sich, wieso ist zuerst Sason und dann Simcha? Wieso nicht umgekehrt? Nun, es wird jemand antworten und sagen, wenn es umgekehrt wäre, hätte man auch gefragt, wieso ist es zuerst Simcha und dann Sason? Aber das ist nicht umsonst, weil wir sehen in der Heiligen Schrift sehr oft, wo in den Versen, wo geschrieben wird, Sason und Simcha, es ist immer zuerst, oder fast immer, sehr oft, zuerst Simcha und dann Sason. Zum Beispiel, in Megillat Esther, La Yehudim Aita Ora Vesimcha Vesason. Wie kann das heißt? Ora Vesimcha Vesason. Zuerst Simcha und dann Sason. Oder, auch in Megillat Esther, Ubechol Medina und Medina Ubechol Ir Veir, Asher Dvar HaMelech Vedato Megia, Simcha Vesason La Yehudim. Wieder Freude für die Juden. Und auch am Shabbat, El Adon al Kol HaMaasim, wir singen dort, Semechim Bezetam, Sassim Bevoam. Wieder Simcha und dann Sason. Das heißt, wir sehen, es ist zuerst Sason, es ist zuerst Simcha und dann Sason. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei beiden Freuden? Deswegen, ich habe kein deutsches Wort dafür gehabt. Hagaon will dir erklären, Agram. Und zwar, Simcha ist eine Freude für etwas, was du bekommen wirst. Und Sason ist eine Freude für etwas, was du schon bekommen hast. Gibt es da im Deutschen einen Unterschied zwischen solchen Freuden? Vorfreude. Vor- und Nachfreude. Das, was kommt, ist Vorfreude. Okay. Und die Freude vielleicht ist das, was schon war. Okay. Das ist Sason und Simcha. Also Sason ist für etwas, also das war. Und Simcha, etwa, wie du sagst, Vorfreude. Ja? Jetzt. Simcha Torah, wir sagen Sisu ve Simchu be Simcha Torah. Also habt die Freude für das, was ihr bekommen habt und für die Freude, die ihr bekommen werdet. Was? Am Simcha Torah, da sind zwei Sachen. Einerseits, wir haben beendet die Torah, Gott sei Dank, alle Wochenabschnitte, die wir gelesen haben, alle sind wir fertig und Baruch Hashem, Besimanat Tava, Vezot HaBeracha, haben wir beendet die Torah und gleichzeitig, ohne eine Pause dazwischen zu machen, nicht einmal ein Mishe Berach. Gleichzeitig sofort, Bereshit bara Elokim, sofort den Anfang angefangen, damit ja nicht der Yetzer uns dazwischen sagt, ah, wir haben schon alles fertig gemacht, die wollen nicht mehr weitermachen. Deswegen, wir singen da, Sisu besimcha, mal Sisu, Freude, Gott sei Dank, wir haben so viel bis jetzt Torah gelernt. Und Simchu, Simcha, dass wir uns freuen, dass wir Besat Hashem jetzt ein neues Anfang beginnen, mit diesem Anfang nachher, weitermachen werden. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niyah bedvaro. Jetzt, Rabbi Chaim Palagi, schreibt uns, dass die ersten 12 Tage nach den Feiertagen, nach Simchat Torah, das sind sehr, sehr wichtige Tage, weil jeder Tag an diesen Tagen, er ist so viel wert wie ein ganzer Monat. Das heißt, es sind sozusagen Vorbereitungstage für die 12 Monate. Das heißt,
Der erste Tag entscheidet alles für den kommenden ersten Monat. Das heißt, wie gut du in Gottesfürchtigkeit bist, wie gut du jetzt Fortschritte machst am Anfang, das entscheidet dich für den ganzen ersten Monat. Der zweite Tag für den zweiten Monat, dritter Tag, dritten Monat und so weiter. Die ersten 12 Tage nach dem Feiertag, nach Simchat Torah, das sind die Tage, die entscheiden für dich das ganze kommende Jahr, wie er sein soll. Und deswegen sagt er, an diesen Tagen sollte man versuchen, besonders noch mehr zu tun, als das, was man normalerweise denkt. Normalerweise nach den Feiertagen, was denkt man sich? Puh, jetzt ist alles vorbei, Gott sei Dank. Wir sind vorbei, Elul hat uns vorbereitet für Rosh Hashanah. Und Rosh Hashanah, und da kommt Kippur. Kippur den ganzen Tag, und dann Ne'ilah. Und der Rabbiner schreit, Rabotai, Morai, Rabotai, jetzt. Bald macht man jetzt den Vorhang zu, dann ist es vorbei. Und nachher sagt man, weißt du was, noch 3 Tage ist zu Gott. Und Rishonu lecheshbon avonot. Und dann kommt der erste Tag, wo man erst beginnt zu rechnen. Die ersten 3 Tage, die unabsichtlichen Sünden, die werden gar nicht berechnet bis zu Sukkot. Und nachher Sukkot, da sind wir mit Gott gemeinsam in der Laubhütte. Und dann Simchat Torah, das ist nachher wo? Hoshana Rabba. Und wir die ganze Nacht durchgelernt haben, da werden die Kärtchen, die Urteile, den Engel vergeben. Und dann am Ende Simchat Torah ist noch, mit der Freude kann man noch alles wieder gut machen. Simchat Torah ist zu Ende, hier in Wien 2 Tage noch dazu. Ja. Uff, Gott sei Dank, so viel gegessen, so viel gelacht, so viel Freude gehabt. Jetzt ist ja alles vorbei, jetzt können wir, wie man das sagt, auf gut Deutsch chillen. Jetzt können wir ein bisschen ausruhen, sagt er dir, nein, oder Rabbi Palachi. Der Anfang, das ist das Wichtigste. Vom Anfang hängt alles ab. So wie der Talmud in Rubin, Seite 41, sagt, Batar Gufa, Batar Resha Gufa Gavir. Nach dem Kopf wird der ganze Körper geschleppt. Das heißt, wohin der Kopf lenkt, dort geht der ganze Körper hin. Achida sagt uns, zitiert uns ein Vers von Kohelet, Prediger. Kohelet, 2. Kapitel, Pasuk 14. Echacham enav berosho. Veaxil bachoshech olech. Das sind Psukim dort, Verse, wo der Anfang des Satzes etwas sagt und Ende des Satzes das Gegenteil. Ja? Die Gescheiten sind gescheit und die Dummen sind dumm. So, als Beispiel. Ja? Und so weiter. Da war Bekucho. Eine Sache und das Gegenteil davon. Sagt dir der Shlomo Melch, König Salomon, Hechacham enav berosho. Der Weise, seine Augen sind am Kopf. Veaxil und der Dumme, Bachoshech olech, geht im Dunkeln. Wo ist da das Gegenteil? Der Weise, der Gescheite, seine Augen sind am Kopf. Und der Dumme, hätte ich gesagt, seine Augen sind auf den Füßen. Ja? Sagt er, der Dumme geht im Dunkeln. Oder dann sagt, wenn du auf das Ende gehst, dann sag, der Weise geht im Licht, der Dumme geht im Dunkeln. Wo ist da, warum ist da, das ist, diese Gegensache ist nicht, passt nicht eins mit dem anderen. Oh, sondern sagt uns da, da gibt es noch eine ganz besondere Lehre, wie wir uns Shlomo HaMelech, König Salomon lehren. Hechacham enav berosho, der Weise, der Gescheite, seine Augen sind am Kopf, am Anfang. Das heißt, wenn du weise bist, wenn du gescheit bist, dann investierst du für den Anfang. Berosho. Wenn du das nicht tust, wenn du nicht für den Anfang investierst, sagst du, sowieso, wann schreien die Rabbiner Slichot? Elul, gibt es eh noch Zeit bis Elul? Wir haben noch 11 Monate Zeit. Axil, bachoshech olech. Der Dumme sagt, weißt du was, gibt es eh noch Zeit. Wenn jemand nicht den Anfang ausnutzt, den nennt König Salomon, Shlomo HaMelech, er nennt ihn der Dumme. Du nutzt nicht den Anfang aus. Alles hängt von Anfang an. Und in der Parasha haben wir gelesen, Gott sagt zur Schlange, Schlange ist auch
ist zwar die Schlange, die im Garten Eden war, ja, aber die Schlange symbolisiert auch wen? Jetzt aber. Gott sagt zur Schlange, als Gott die Schlange verflucht hat. Du Yeshuv Harosh, ve'ata teshufenu akev. Das heißt, er besiegt dich am Kopf und du besiegst ihn am Fersen. Das heißt, er wird dich am Kopf schlagen, der Mensch. Gott sagt zur Schlange, der Mensch wird dich am Kopf schlagen und du wirst an seinen Fersen schlagen. Das heißt, du wirst ihn an seine Ferse beißen. Aber Achida lernt daraus noch was anderes. Hu Yeshuv Harosh, sagt Gott zur Schlange. Der Mensch, wenn er den Rosh, den Anfang, den Kopf, wenn er den Anfang nimmt, kann er dich besiegen kinderleicht. Mit dem Anfang, wenn er den Anfang in der Hand hat, kann er dich besiegen ohne Probleme. Aber du, aber wenn der Mensch sagen wird, weißt du was, warten wir, wie es in der Schule normalerweise üblich ist, ja? Im ersten Semester, man tut gar nichts. In der zweiten Hälfte vom zweiten Semester plötzlich alle Prüfungen, ich will eine Nachprüfung und noch irgendwie knapp durch mit einer Vierer durchkommen. Ja, warum? Gleich von Anfang an, anständig, ordentlich. Ja, warum warten bis zum Ende des zweiten Semesters? Zum Glück gibt es noch Notenschluss irgendwann, aber man sagt, okay, da ist Notenschluss, da kannst du nichts mehr tun. Ja. Sonst hätte man noch bis zum Zeugnis gewartet und dann gesagt, lass mich noch eine Prüfung machen. Der Mensch kann dich besiegen, kinderleicht, am Anfang. Wenn du den Anfang gut genutzt hast, mit dem geht alles nachher locker. Und der Anfang ist sehr, sehr wichtig, dass man für den Anfang investiert. In jedem Anfang. Anfang des Jahres, Anfang der Woche, Anfang des Lebens, wenn man verheiratet ist. Das erste Jahr steht geschrieben, dass der Bräutigam, er darf nicht ins Militär gehen. In den Krieg. Es gibt in den Krieg, man nimmt ihn nicht zum Krieg. Warum? Er muss jetzt mit seiner Frau, er muss ihr Freude bringen. Ein ganzes Jahr lang. Warum? Der Anfang ist wichtig. Ein ganzes Jahr lang muss er mit seiner Frau, nicht dass er Freude hat. Er muss ihr Freude bringen. Dass er weg ist, dann schaut es schlecht aus. Jetzt, im ersten Jahr, man sollte versuchen, auch für sie zu sorgen, dass auch sie zu den Shiurim kommt, nicht nur im ersten Jahr. Aber man sollte auch seine Zeit so einplanen, dass man auch genügend Zeit mit seiner Frau im ersten Jahr verbringt. Mit dem ersten Jahr, da gibt es heutzutage sogar Rabbinen, die meinen, bis zum ersten Kind. Das heißt, manchmal sogar noch mehr, wenn zum Beispiel jemand 2-3 Jahre keine Kinder hat, dann 2-3 Jahre ist es für dich das erste Jahr und du musst investieren mit deiner Frau, deinen Anfang aufbauen. Den Anfang, so baust du jetzt ein gemeinsames Leben, ein gemeinsames Haus mit deiner Frau. Deswegen, sogar für Shiurei Torah, das sage ich sehr, sehr vorsichtig, man muss schauen, dass man auch gewisse Zeit und sehr viel Zeit auch für die Frau investieren muss. Ja, jetzt nicht so, dass er sagt, okay, weißt du was, ich werde jetzt alle Schulen absagen im ersten Jahr, ich werde überhaupt nicht lernen, ich werde dort, da, hier spazieren gehen und am Abend zur Zeit von den Schulen, ich muss für meine Frau investieren, ich muss mit meiner Frau zusammen sein. Das nicht. Man sollte schon Zeit haben für Torah, Zeit haben für Gebete, Zeit haben auch für die Frau und sehr viel Zeit für die Frau, weil das ist das, was die Frau braucht, ihr zuzuhören und so weiter. Aber das kommt besonders schon noch, werden wir sehen. Tehillim, König David sagt uns, Reshit Chochma Irat Hashem, Sechel Tov Lechol Oseem, Tehilato Omed La'ad. Oi, Reshit Chochma, Anfang der Weisheit ist Gottes Fürchtigkeit. Und dann, Sechel Tov Lechol Oseem, eine gute Weisheit für alle, die diese Mitzvot tun, für immer und ewig. Wiederum, Anfang der Weisheit. Der Anfang
Mit dem Anfang kommt diese Weisheit und kommt die Gotteswürdigkeit und alles lechol osein, für all das, was du tust. Es steht geschrieben, der Mishkan, den wir aufgebaut haben, der Tempel. Der Tempel wurde zerstört. Was ist aber mit dem Mishkan selbst? Der Mishkan, also der Tempel, ja? Nicht der Tempel, sondern das, was drinnen gebaut wurde. Mishkan. Was sie in der Wüste gebaut haben, der Mishkan selbst, er wurde aus Gold und aus vielen anderen Sachen gemacht, auch aus Hölzern. Der Mishkan ist übrig geblieben, so wie er ist. Er ist jetzt tachat mechirot echal, unter der Erde begraben, bis der Moschiach kommt. Jetzt. Der Mishkan selbst, er wurde gebaut mit den Hölzen. Und es ist geschrieben, ve'asita et hakerashim lemizbeach. Und du sollst dem Altar, du sollst für den Altar die et hakerashim, die Bretter, sollst du sie diese verwenden. Sagt Rashi, was ist et hakerashim? Also die, mit dem Artikel, die. Die Bretter. Die besonderen Bretter. Hakerashim ha-Jeduim. Welche besonderen Bretter? Jakob Avinu, als er nach Ägypten runtergegangen ist, ja, um seinen Sohn Josef zu sehen, er wusste schon, er wird schon dort bleiben. Er hat mit sich genommen Holz, Bretter, die Avraham Avinu eingepflanzt hat für den Mishkan. Oh, oh, Mishkan wird wo sein? Nach dem Auszug aus Ägypten. Jakob, das heißt noch vorher, sein Großvater Avraham Avinu. Avraham Avinu hat schon eingepflanzt dieses Holz. Warum? Er sagt, ich werde daraus, werden meine Kinder bauen, den Altar für den Betamigdash. Deswegen, das ist für ewig geblieben. Warum hat das Jakob und diese Bretter genommen? Was in Ägypten, gibt es keine Bretter? Gibt es kein Holz? Und überhaupt, sehr vieles, was im Bet HaMikdash verwendet wurde, wisst ihr, was Tachash bedeutet? Tachash. Tachash ist ein Tier. Ein Tier, such es im Lexikon, wirst du nicht finden. Warum? Tachash, das ist ein Tier, das speziell für den Aufbau vom Tempel geboren wurde. War da für kurze Zeit und ist ausgestorben. Spezielles Tier, Tachash, das in Parashat Pekudet oder im Schwur, das ist geschrieben, Beta Tachash. Tachash, das ist ein Tier, das Leshaton Ivra ist erschaffen worden für diese Zeit und ist nachher ausgestorben. Das bedeutet, den Tachash hat Gott dorthin gebracht. Es gab viele Edelsteine dort. Diese Edelsteine, wer hat diese gebracht? Steht geschrieben, wer Nesiim eviu, Nesiim, Fürste. Aber Nesiim wird auch übersetzt für die Wolken. Die Wolken haben mitgebracht diese Steine. Steine, Tachash, für alles hat Gott gesorgt. Warum nicht für das Holz? Weil das Holz, der Anfang, sagt Abraham, und ich will, dass der Anfang von mir erschaffen wird. Dass ich diesen Anfang mache. Deswegen gab es etwas Ähnliches auch mit, ich habe geschrieben, Talmud, Babamizir, Gdolim Maasechia, Rabbi Chia, habe ich, glaube ich, damals schon auch erzählt, er hat gesagt, ich habe dazu gebracht, dass die Tora nicht vergessen wird. Was hat er gemacht? Er hat eingepflanzt Leinen. Aus diesen Leinen hat er gemacht Fäden. Aus diesen Fäden hat er gemacht Schnüre. Aus diesen Schnüren hat er gemacht Seile. Aus den Seilen hat er gemacht Fallen. Eine Falle, Tierfalle. Mit dem hat er gefangen Rehe. Rehe hat er gefangen. Und mit diesen Rehen, die er gefangen hat, er hat sie geschlachtet. Das Fleisch hat er verteilt armen Leuten zum Essen, Leder bearbeitet und auf diesen Leder hat er geschrieben, Pergament, Chamishah Chumshei Torah, fünf Bücher Moses. Und er ist gegangen von einem Land zum anderen
Und hat dort eine Gruppe Kinder gefunden, die sagt, weißt du was hier, nimm Bereshit und lern der Bereshit. Dort geht er hin, nimm Schmott und lern der Schmott. Vayikra, überall hat er ein Buch gegeben. Ich komme in ein paar Monate wieder. Er kommt jetzt, jetzt gib mir Bereshit her. Du bist jetzt ab jetzt Rabbiner von Bereshit. Du lernst jetzt all anderen Bereshit. Nimmt jetzt das woanders. Und dann jetzt, du jetzt bist der Rabbiner von Schmott. Und lernst alle Schmott. Und so weiter, überall. So verbreitet die Tora. Einige lehren jetzt nebenbei damit, man lernt dabei, dass auch wenn du nicht alle 5 Bücher kennst, und du zumindest ein Buch kennst, dann kannst du auch dieses eine Buch weiterlehren. Du musst nicht warten, bis du alles kennst. Nur da musst du aufpassen, dass wenn man dich irgendwas fragt, woanders, dass du sagen musst, das weiß ich nicht. Gewöhnlich daran zu sagen, ich weiß es nicht. Jetzt, er stellt sich die Frage, Rabbi Chia, für was so ein großer Aufwand? Er geht und pflanzt Leinensamen, ja, bis das rauskommt. Und bis das nachher Schnüre, und bis er macht daraus Seile, und bis er macht, das Ganze ist Zeit. Geh, kauf dir ein paar. Du willst selber schreiben. Kauf dir zumindest das Leder oder nur die Rehe. Schlachte sie. Und, aber warum so? Da, auch da. Das ist dasselbe Prinzip. Der Anfang ist sehr wichtig, dass man den Anfang ordentlich beginnt. Deswegen sagt er, Bereshit, 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 bara Elokim. Bereshit, sagt Rashi, Bereshit, Bishvil Israel, Shenikraim Reshit, für Israel, die Reshit, die Anfang genannt werden. Ja, Bni Bechori Israel, mein erstgeborenes Volk, ja, Israel, Bni Bechori. Dann, Bishvil Bikurim, Shenikraim Reshit, Bikurim, das bedeutet, die Erstlingsfrüchte, ja, dafür hat Gott die Welt erschaffen. Und all das, was Bishvil Chalash nikret Reshit, Reshit Arizodachem, für alle Sachen, die erste sind, Bechor, Peter Bechor, das erste, der Anfang, hat etwas sehr, sehr Wichtiges da, weil alles hängt von Anfang an. Wie du den ersten Schritt machst, so geht es weiter. Deswegen steht geschrieben über König David. Ui, König David, David der Melech Alav Shalom. König David, er hatte mal Amasa ben Yeter, seinen Minister für Kriege, wie heißt das? Verteidigungsminister. Amasa ben Yeter, er hat geschickt, er sagt, geh und bring mir jetzt, in 3 Tagen, bring mir jetzt Leute, ich brauche jetzt Soldaten, dass du sie herbringst, so und so viele Soldaten. Amasa ben Yeter, nach 3 Tagen kommt er nicht, hat sich verspätet. Und es kommt zu ihm jetzt, das war Abner Benner, glaube ich, war das, kommt zu ihm und hat ihn getötet. Sagt er, warum hast du ihn getötet? Ja, er ist nicht rechtzeitig gekommen. Aber er hat das Wort von König David gebrochen. Wieso? Er ist nicht nach 3 Tagen gekommen. Er ist gekommen dort und gerade dort, wo er jetzt gekommen ist, hat man angefangen, eine neue Masseche, einen neuen Traktat zu lernen. Gemara sagt, er hat es mit Recht getan. König sagt, er bringt die Soldaten her. Er geht dorthin in die Yeshiva und er sieht, die beginnen ein neues Traktat. Der König soll warten. Ja, Soldaten müssen jetzt kommen. In Israel, Zav Shmone, ja. Jetzt muss er warten. Sie haben jetzt erst angefangen. Gib mir noch ein bisschen Zeit, bis sie sich ein bisschen eingelernt haben. Das heißt, sogar das bei König David hat man gesagt, ist es erlaubt. Warum? Sie haben gerade jetzt angefangen, deswegen lass sie. Oder, wenn wir schon bei König David sind. König David hat, er wollte den Tempel aufbauen. Hört sich noch die Geschichte, ja? Er wollte den Tempel aufbauen, er sieht, ja, ich lebe da in so einem wunderbaren Palast. Und Gott, wo ist es bei ihm? Er hat nur so ein Zelt, Yiriot Izim. Ich muss auch für Gott ein Haus bauen. Er will ein Haus aufbauen, geht zu Prophet Nathan Anavi. Nathan sagt ihm nein. Er sagt ihm am Anfang, ja, geh. Und dann Gott sagt ihm nein, ich will nicht, dass er das aufbaut. Warum will Gott nicht, dass David der Melech den Tempel aufbaut? Der Pasuk sagt,
Ki yadecha damim maleu. Deine Hände sind voll mit Blut. Welches Blut? Haben wir, glaube ich, damals schon mal besprochen, mehrere Mal. Mit Blut, da gibt es mehrere Erklärungen. Erste Erklärung, König David, du hast so viel Blut vergossen in so viele Kriege, die du geführt hast. Solche Hände, die Blut vergossen haben, können nicht den Tempel aufbauen. Das ist einmal das Erste. Zweitens, andere Erklärung, ganz im Gegenteil. Du hast so viel zu Recht gut vergossen. Das heißt, diejenigen, die wirklich Chayav Mita sterben sollten, du hast ihr Blut vergossen in den Kriegen, die du für Gott geführt hast. Nicht Isis, ja? David HaMelech, König David. In diesen Kriegen, wo du richtiges Blut vergossen hast, die Leute, die wirklich sterben sollten, deine Hände sind so heilig, dass wenn sie den Tempel aufbauen, der Tempel wird nie zerstört. Und deswegen, ja, decha damim maleu, deine Hände sind voller Blut, du kannst es nicht aufbauen. Noch eine Erklärung, warum ja, decha damim maleu? Weil es war Hungersnot und Am Israel sind zu König David gekommen und gesagt, König, wir brauchen, gib uns bitte Geld, Gold, wir brauchen AMS. Sagt er, es gibt kein AMS, es gibt Pishtu Yadechem Bagdud. Wisst ihr was? Es gibt dort Kuwait, gibt es kleine Städte, geht's, macht dort einen kleinen Krieg, Beute und da habt ihr ein bisschen Beute zum Essen. Warum? Er hatte Geld gehabt. Er hatte Gold gehabt, aber das Gold hat er extra vorbereitet für Beit HaMikdash, für den Tempel. Moment, das heißt, du hast das Geld auf der Seite gelegt und hast sie in den Krieg führen lassen, nur damit du nicht das Geld für Beit HaMikdash verschwendest, aber da sind ja Leute gestorben dabei. Und deswegen, deine Hände sind voller Blut, du kannst nicht den Beit HaMikdash aufbauen. Wieso? Weil du nicht gespendet hast, Zdaka. Den armen Leuten hast du keinen Zdaka gegeben. Stattdessen hast du gesagt, geht's und bestuhe dich im Bagdud, geht's und macht's Kriege. Eine andere Erklärung, bitte? Für den Niveau von David HaMelech, laut dieser eine Meinung, für sein Niveau schon. Obwohl das ist, wenn du zum Beispiel etwas geheiligt hast, ja, ich habe dieses Geld geheiligt, ich habe gesagt, dieses Geld ist Zdaka für dies und jenes, ich darf mit diesem Geld nichts anderes tun. Aber trotzdem, König David, da geht, die Leute haben nichts zum Essen. In so einem Fall, da musste er es verkaufen und es umsetzen und es ihnen geben. Atarat Nedarim könnte er machen und es ihnen geben. Jetzt, eine andere Meinung sagt, und das ist diese Meinung, das ist, was für uns wichtig ist, weil König David, er wollte zwar den Tempel aufbauen, aber wann ist er drauf gekommen? Erst nachdem er für sich sein Haus gebaut hat. Erst dann ist er drauf gekommen. Das heißt, er ist zu den Gedanken gekommen, für Gott ein Haus aufzubauen, nicht am Anfang. Erst nachdem er für sich sein Haus aufgebaut hat. Aber König Salomo, steht geschrieben, erst nachdem er Gottes Haus aufgebaut hat, erst dann hat er sein Haus begonnen zu bauen. Deswegen sagt Gott, er wird mir mein Haus aufbauen, der den Anfang schätzt, der den Anfang mir gibt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, den Anfang zu nutzen, Bereshit. Elisha ben Avuya, steht geschrieben, Elisha ben Avuya, wir auch über ihn schon mehrmals geredet, er war der Rabbiner von Rabbi Meir Baal HaNes und er ist am Ende seiner Tage ist ungläubig geworden. Wieso? Weil als er ein kleines Kind war, als Baby, kurz vor seiner Brit Milah, wir haben eine Mitzvah, am Abend vor der Brit Milah, Brit Yitzchak, Leute versammeln sich, machen die Vere Torah, lernen ein bisschen Zohar dort, damit die Brit Milah ordentlich vorbeigeht. Und in seiner Brit Milah war es so, dass die Leute gegessen, getrunken haben und die Leute haben begonnen zu tanzen, Kaifuim und so weiter. Und dort waren zwei andere Rabbiner, die haben gesagt, weißt du was, die beschäftigen sich mit ihrer Sache. Komm, wir beschäftigen uns mit unserer Sache. Haben begonnen, Torah zu lernen. Von Torah zu Nevi'im, Nevi'im zu Ktuvim, Mishnah bis Ma'aseh Merkava. Sie haben so mit Freude und so vertieft Torah gelernt, bis vom Himmel Feuer runtergekommen ist und sie umzingelt hat, dass niemand stört.
Avuja, der Vater von Elisha ben Avuja, sieht das Ganze. Hey, Gewalt, was ist das? Macht sie, seid sie gekommen, um ein Haus zu verbrennen? Sagen sie, nein, nein, wir sind nicht gekommen, um ein Haus zu verbrennen. Dieses Feuer ist nicht ein Feuer, das Schlechtes tut. Das ist nur Feuer vom Himmel, von der Tora her. Oh, das ist die Tora. Wenn mein Kind überleben wird, dieses Kind, er wird Tora lernen. Sagt der Talmud, Chagigah, Seite 15. Elisha ben Avuja, warum ist er nach am Ende seiner Tage ungläubig geworden? Rabbiner von Rabbi Meir Balanes konnte Tote aufwecken. Ist gekommen zu dem allerhöchsten Platz, wo nur vier Leute in der ganzen Menschheit dort waren. Mit seinen Gedanken spirituell ist er zu seinem hohen Niveau gekommen. Wer jetzt sein Rab, Elisha ben Avuja. Einer von den vier. Nicht Nesula Parda sind so hoch gekommen mit den spirituell mit den Gedanken. Rabbi Akiva, Ben Zoma und Ben Azai. Nur vier. Einer von den vier, die zum höchsten Level gekommen sind, wurde ungläubig. Warum? Sagt, weil der Anfang von ihm war nicht gut. Der Anfang, warum? Der Vater hat geschickt seinen Sohn, warum? Nur damit er Feuer runterbringen kann. Was ist das? Sie geht Zirkus lernen. Dafür lernst du Torah. Das heißt, er hat nicht mit einer guten Absicht seinen Sohn geschickt, um zum Torah lernen, nur mit der Absicht, um solche Wunder zu wirken. Deswegen, es ist nicht glattkoscher. Was kann der Sohn dafür? Shlomo HaMelech fragt eine Frage. Avot achlu boser veshine banim tichena. Die Eltern essen Verdorbenes und die Zähne der Kinder werden nachher schlecht. Das ist so. Was kann ein Baby dafür, dass seine Mutter Drogen genommen hat oder geraucht hat, als sie schwanger war? Das ist so, leider Gottes. Ja. Zum Ende noch, bevor wir jetzt beginnen mit dem, was wir reden wollten. Es gab einmal einen armen Mann. Einen Armen, er kommt zu einem Rav Rebbe, sein Rabbiner war Admor. Quod Kedushata Admor. Pish. Kommt zum Rebbe und sagt dem Rebbe, was soll ich tun? Ich habe hier Minus in der Bank und dort Minus da, da schuldig Geld und da kommt das jetzt und jetzt dort zahlen da. Rebbe, hilf mir! Sagt dem Rebbe, weißt du was, ich gebe dir einen Segen. Das erste Geschäft, das du machst, soll gesegnet sein. Abroche, Wertsloche! Und bleibt, komm, man nimmt ihn raus. Er geht raus, er denkt sich, okay, was soll ich jetzt machen? Muss ich irgendetwas Gutes machen, wo ich jetzt viel. Ich werde jetzt nach Hause kommen und es gab in Bukhara, Sundukche nennt man das, das sind solche kleine Koffer, so Geldbörse, ja, aber solche kleine Koffer, wo man aufmacht, ja, wo normalerweise die Menschen Schmuckstücke reinbringen. Ja? Schachtel soll das sein. Aber da, dort haben die Bukharen so ihr Geld, was sie gehabt haben, zu Hause dort gelagert. Das war so wie Mini-Safe zu Hause, was man gehabt hat. Er kommt zu einer Frau und er geht rein sofort. Frecho, gib mir sofort den Sundukche. Sagt sie, welches Sundukche? Was? Wie kommst du rein? Komm, sag einmal Shalom. Sag auch nicht, wie geht's dir? So Sundukche, was? Wie bin ich nicht da? Gell? Nein, 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 gib mir jetzt das Geld. Ich muss es. Für was willst du das? Wie? Was? Wo? Und wie beginnt zu streiten? Und da und dort, kurz gesagt, es hat sich eskaliert. Ja? Und ist nachher dazu gekommen, bis sie schon bei der Rabbanut Scheidung. Er kommt vor der Scheidung, er kommt zum Rebbe. Ich bin zu dir gekommen, um einen Segen zu bekommen. Stattdessen hast du mich verflucht. Sagt er, erzähl mir, was war. Sagt er, ja, ich war das und jenes und so. Sagt, ich bin sogar, ich habe nicht einmal sogar den Postkasten aufgemacht. Warum? Ich habe Angst, vielleicht der Schlüssel wird nicht funktionieren und dann werde ich mich nur mit Schlössern werde ich mich beschäftigen. Ich bin extra gegangen und nur Sundukche und was war dann? Und dann meine Frau hat das gesagt, ich habe ihr geantwortet und ich habe gesagt, wer ist deine Mutter überhaupt und wer bist du? Und ihr seid von dieser Familie und da. Oh, sagt er, ich weiß nicht, was du willst. Mein Segen hat hundertprozentig funktioniert. Ich habe dir gesagt, das erste Geschäft, das du machst, sollst du gesegnet sein. Was war dein erstes Geschäft? Diese Streitereien. Ha, hu, hi, ha, ha. Wo ist das Geld? Gib mir das Geld. Und das hat funktioniert. Und deswegen, das Erste. Der Anfang ist das Wichtigste. Und jetzt beginnen wir mit dem Schuh.
Bereshit. Bereshit jetzt. Noch eine kurze Einleitung, wenn wir beginnen, über das ganze Buch Bereshit zu lernen. Rabbeinu Bachja schreibt, wenn du beginnst, diese Parashot zu lernen, diese Abschnitte in der Tora zu lernen, lecha ra'ui le'atchil be'et chozek sichlecha ve'akaratcha le'ayen be'sefer Torat ha'elokim ve'sifre nevea kemi shelo lamad sefer miyamav. Sagt Rabbeinu Bachja, wenn du beginnst jetzt, diese Abschnitte zu lernen, das Problem von uns allen ist, wir kennen es noch vom Kindergarten, Adam, Eva, Schlange und Apfel, wir wissen, es war kein Apfel, ja, und es war und dort Josef und seine Brüder, er war so ein Gangster und sie waren so, das war alles doch, wie die Kindergärtner es uns erzählt hat, ist noch bei uns im Gehirn und beim Lesen von Rashi oder beim Lesen von der Parasha sofort kommt dir dieses kommen dir diese Bilder, die du noch von der Kindergärtnerin hast. Jetzt, das war noch in der letzten Generation. Heutzutage, wo schon eine Stufe höher ist, da gab es diesen Steven, Schauspieler, was für Filme macht. Steven Spielberg, ja. Hat gemacht verschiedene Filme über die 10 Gebote, verschiedene Filme über Exodus und über Bereshit. Und manchmal, du liest diese Parasha, diese Abschnitte, und du siehst diese Filme in deinem Kopf. Siehst Josef HaZadik geschrieben, Jefet dort, immer siehst irgendeinen mit Locken und so ein Barbar. Das war nicht Josef HaZadik. Josef HaZadik, Zadik Yesod Olam. Ja. Das heißt, sagt Rabbeinu Bachja, du sollst da mal, und deswegen, es hat mich jemand gefragt einmal, darf man diese Filme anschauen? Noach, Exodus, was gibt es noch? All diese. Das Problem ist es, die Tora, was sie bei dir schreibt, da gibt es, dass du lernst von jedem einzelnen Buchstaben Sachen, die meistens nicht so sind, wie du es dir vorstellst. Und meistens nachher, du beschränkst deine Vorstellungen mit dem, was dieser Schauspieler dort dir geschrieben hat. Deswegen ist es lieber nicht anschauen, diese Filme. Es ist zwar schön, schau, Moshe Rabbeinu in der kleinen Dings, und das war so, die Meeresspaltung, und du siehst Moshe Rabbeinu, ein alter Mann, Lo Nas Lecho steht geschrieben, Lo Kata, mit 120 Jahren, seine Augen waren ohne Brille, nicht so wie ich. 6,6 hat er gesehen, Velonas Lecho, keine Falten gehabt, wie ein junger Mann war er. Im Film sieht man ihn ganz alt, schon ganz alt, super, schon vorm Sterben ist. Ja. Ja, oder Avraham Avinu, hat gedacht, Yitzchak. Was sieht man? Avraham, der Vater, kommt mit einem weißen Bart und nimmt ein kleines Baby und will ihm schlachten. Was war das? 37 Jahre war Yitzchak Avinu, welches Baby? Deswegen sagt Rabbeinu Bachja, du sollst einmal abschalten und all das von deinem Gehirn wegradieren. All die Geschichten von der Tante im Kindergarten. All diese Filme, die du jetzt im Kopf hast, wie die ausgesehen haben. All das muss weg und du musst beginnen, als ob du nie dieses Buch gelesen hast. Und so nachher vertieft lernen diese Parashot. Wenn wir über all diese Menschen reden, Adam Arishon, Kain Hevel, Abraham, Yitzhak, Jakob, die 12 Stämme, Josef und Adam, wir müssen wissen, es waren keine einfachen Leute, so wie wir hier in 2016. Steht geschrieben, wir haben das auch letzte Woche gesagt, im Talmud Baba Batra, Seite 58a, über Rabbi Bena. Rabbi Benaha, er hat die Gräber bezeichnet, dort wo die Gräber sind. Ist gekommen nach Hebron, dort wo jetzt Marat Machpela ist. Und in Hebron ist gekommen zu einer Höhle. Er hat dort gesehen, Eliezer, Eved Avraham, steht am Eingang der Höhle. Sagt ihm, darf ich rein dort? Frag bitte Avraham Avinu, ob ich reinkommen darf. Eliezer, der Knecht von Avraham Avinu. Er fragt ihn, frag bitte den Herrn, ob ich reinkommen darf.
Er fragt Abraham, Abraham sagt, los, er soll reinkommen. Abraham Avinu kommt rein, Rabbi Benah kommt rein und er sieht dort Abraham Avinu, er liegt an den Händen von Sarah und Sarah, sie kitzelt ihm am Kopf, oder sie Naimli, ja? Nennt man das. So was ähnliches. Und sie streichelt ihm am Kopf und so und er sagt, warum habe ich dir erlaubt herzukommen und warum sitze ich noch immer so da und stehe nicht jetzt auf und warum bei uns gibt es hier kein Yetzerara, keinen bösen Trieb und das ist alles ganz normal. Okay, und ich bin gekommen, um zu zeichnen und so, sagte ich, okay, ich will jetzt drinnen kommen und zu sehen, die Höhle, wo Adam und Chava sind, Adam und Eva. Er will reinkommen, Stimme vom Himmel kommt raus und sagt ihm, stopp. Histakalta bedmut yukni, bediyukni, en lecha rashut histakel. Du hast an der Abbildung meines Ebenbildes hast du gesehen, die Abbildung meines Ebenbildes hast du gesehen, mein Ebenbild selbst darfst du nicht sehen. Das bedeutet, Jakob, er war so schön und so perfekt, er war fast so wie Adam Arishon. Adam Arishon, der im Ebenbild Gottes erschaffen wurde, sagt Gott zu Rabbi Benaa, ihn darfst du nicht sehen. Er ist viel zu heilig für dich, den darfst du nicht sehen. Und er sagt trotzdem, aber ich habe gesehen, seine Fersen, das ist Fersen, das ist das unspirituellste Platz vom Menschen, wo also ich habe seine Fersen gesehen, die waren, haben noch mehr geleuchtet als die Sonne. Die Fersen von wem? Von Adam Arishon, aber wann? Nachdem er gesündigt wurde, steht geschrieben, Gott hat ihn um das Hundertfache verkleinert. Und nachdem er schon gestorben ist, das heißt, von Adam Arishon, der schon verstorben war, der schon nach der Sünde war und verkleinert war, sagt er, nur seine Fersen selbst waren viel heller als die Sonne selbst. Wer war Adam Arishon vor der Sünde? Wer war Adam Arishon, als er gelebt hat? Darüber, das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen sagt auch der Talmud Shabbat 112b, im Rishonim kemalachim, anachnu kebne Adam, wenn die Ersten am Anfang, wenn die wie Engel sind, dann sind wir wie Menschen. Aber im Rishonim kebne Adam, wenn die Ersten wie Menschen sind, dann sind wir so wie Esel und nicht so wie die Esel von Rabbi Pinchas Ben Yair oder von den anderen. Diese Esel, die haben zumindest, Rabbi Pinchas Ben Yair, er hatte einen Esel, man hat ihn gestohlen und er hat nichts von denen gegessen, war unkoscher, ohne Koscherzertifikat. Chamor mach mir, 3 Tage lang frisst es nichts, sagen sie, okay, jetzt wird er sterben, dann müssen wir M48, wird stinken, lass ihn frei. Man lässt ihn frei und dieser Esel kommt bis zu seinem Haus, IA, sagt schnell, gibt ihm zum Essen. Man gibt ihm, er isst nicht. Sagt er, habt ihr mal Aser ein Zehntel rausgenommen? Nein, aber wir müssen nicht, nichts ein Zehntel raus und dann geht das Essen. Man hat Masse rausgenommen, glatt koscher, dann hat er begonnen zu essen. Oder Rabbi Yosef de Minyukrat, er hat eine Firma gehabt, Hard to Go. Er hatte gehabt einen Esel und den Esel hat er vermietet. Wie vermietet? Er brauchte keine Sekretäre, keine Arbeiter dort. Er hatte gehabt eine Schachtel und jeder gibt dort Geld. Und wenn man zu wenig Geld gegeben hat, Esel geht nicht weiter. Wenn man zu viel gegeben hat, auch nicht weiter. Eines Tages, jemand hat vergessen dort, ein Sandal von ihm hat vergessen und der Esel geht nicht. Sagt er, schaut nach, ah ja, wir haben Sandal. Fragt Rav Ovadia Yosef, heute seine Jahrzeit. Er fragt, Moment, zu wenig gegeben, ich verstehe das, dass der Esel nicht weitergeht. Er ist so dressiert worden, dass du musst mir genau geben. Aber wenn jemand, zum Beispiel, es kommt jetzt 18 Euro raus. Jemand will 2 Euro Trinkgeld geben. Ist es verboten? Sagt er, davon lernen wir, dass wenn jemand kein Trinkgeld nimmt, ist ein Chamor, ist ein Esel. Wenn jemand Trinkgeld gibt, nimmt Trinkgeld. Das war das, und jetzt sagt, wenn die Rishonim geben Adam, dann sind wir wie Esel, aber nicht so wie diese Esel.
von Kartugon, sondern wir sehen noch schlimmere Esel, die gar nichts verstehen. Deswegen, Rishonim ki Malachim, wenn wir über die reden, müssen wir sehr, sehr aufpassen und sehr, sehr Acht geben, was das ist. Agon Mininger sagt, damit will ich wollte jetzt eigentlich noch sehr vieles reden, aber die Zeit geht uns vorbei. Agon Mininger, Agra, er sagt, es gibt einen Midrash, der sagt so, Mipnemach hat Adam Arishon, warum hat Adam Arishon gesündigt? Mipnesher Ashnai, weil er zwei gesehen hat. Was hat er zwei gesehen? Was war das? Sagt der Gaon Mewilner, er erklärt das so, es gibt eine Mishnah, Sprüche der Väter, was wir eigentlich heute lernen sollten. Sprüche der Väter, und genau diesen Kapitel sollten wir auch heute lernen. Der dritte Kapitel, erste Mishnah, Akavya ben Mahalalel Omer, Istakel Mishlosha Dvarim, sieh auf drei Sachen, und du kommst nicht zur Sünde. Welche drei Sachen sollst du sehen? Dame ein Bata. Du sollst wissen, von wo du gekommen bist. Ulana Taulech. Wohin gehst du? 1,5 Meter unter dem Boden. Und vor wem wirst du dich recht schaffen müssen? Vor Gott. Adam Arishon, sagte Gott, er hatte nur zwei gesehen. Welche zwei? Das erste konnte er gar nicht sehen. Von wo bist du gekommen? Mit die Basrucha, von einem stinkenden Tropfen. Adam war schon, ist nicht so gekommen auf die Welt. Gott hat ihn erschaffen. Deswegen sagt er, Gaon Mewilna Agra, Gaon Mewilna sagt, er hatte nur zwei gehabt zu sehen. Welche zwei? Leana Taolech, Velifnemi. Also wohin gehst du und vor wem willst du dich recht schaffen? Aber das erste hat er nicht sehen können. Aber in einem anderen Buch, ein anderer Rabbiner sagt ihm, ja, aber auch noch eins konnte er nicht sehen. Ulana Taolech, wohin gehst du? Weil das war noch vor der Sünde. Und der Tod ist ja erst nach der Sünde entstanden. Deswegen sagt er, ein anderer Rabbiner sagt zu ihm, nein, nein, auch das zweite konnte er nicht sehen. Sagt er, ja, das zweite, sagt der Rabbiner, erwidert jetzt ihm, das zweite konnte er schon sehen. Warum? Weil Gott hat ihm gewarnt. Falls du von der Frucht isst, dann, Punkt, 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 dann wirst du dazu kommen. Und deswegen konnte er das schon sehen. Es gibt noch sehr, sehr vieles über Bereshit zu reden. Leider Gottes, die Zeit ist vorbei. Und Bezat Hashem, nächste Woche machen wir weiter. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.